Jüngling liebt ein Mädchen, die hat einen anderen erwählt. Ihr andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen nimmt aus Ärger den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei. Ein lustiges Lied. Oder vielleicht doch nicht? Vielmehr todtraurig? Ich will mal so sagen, es ist eine traurige Geschichte, munter erzählt. So etwas nennt man Ironie. Die Ironie, das war so eine Art Abstand nehmen von den Gefühlen, die die Romantiker manchmal allzu heftig empfanden. Der Dichter Heinrich Heine war ein Meister der Ironie. Er hat diese schrecklich traurige Geschichte erzählt. Von dem Jungen, der sich dummerweise in ein Mädchen verliebt, das bereits einen anderen liebt, der aber auch nicht mehr frei ist, was mit einer allseitigen Verwirrung der Gefühle endet. Dieses Gedicht hat sich nun Robert Schumann genommen und vertont. Und was ist das für eine Musik, die er dazu geschrieben hat? Etwa eine wehmütige? Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei. Ich finde, von Wehmut kann gar keine Rede sein. Das klingt ganz schön aufmüpfig. Der Komponist geht mit den Gefühlen genauso derb um wie der Dichter. Schumann hat also mit seiner Musik die scheinbare Munterkeit des Gedichtes noch unterstrichen. Kunstlied nennt man solch ein vertontes Gedicht. Und die meisten sind in der Romantik entstanden. Allein über 600 Lieder zum Beispiel der Wiener Komponist Franz Schubert ein paar Jahre zuvor geschrieben. Robert Schumann hat es nur auf 250 gebracht. Die meisten in dem Jahr, in dem er und Clara Wieck endlich heiraten konnten. Ich möchte weinen, ist mir's doch, als gehört sich das.